3, 2, 1, los. Nee, war echt voll Stress. Hallo Greta. Hallo. Grüß dich. Hallo. Mach mal mit der Faust. Ja, die FDP heißt ja Freie Demokratische Partei. Ihnen ist die Bedeutung Freiheit also sehr wichtig. Wenn Sie ein Tier wären, wären Sie dann gern eigentlich ein Vogel? Ja, das ist eine schöne Idee. Frei wie ein Vogel. Ich habe gelesen, dass Sie schon als junger Mensch eine Firma gegründet haben. Wie alt waren Sie da eigentlich? 18. Ich wollte gerne, wenn ich 18 werde, Führerschein und Auto und eine eigene Wohnung. Aber ich wollte nicht bei meinen Eltern fragen, sondern wollte finanziell auf eigenen Beinen stehen. Und dann musste ich neben der Schule arbeiten und habe eine Firma gegründet. Was war das eigentlich für eine Firma? Da ging es um Werbung. Also ich habe Plakate und Flugblätter gemacht. Was ist ein Poppet und was macht man damit? Das weiß ich, das kenne ich nicht. Was ist ein Poppet? Okay, das hier ist ein Stressabbauer. Damit drücken wir immer mal rum. Okay. Was bedeutet der Ausdruck wild oder wild? Sag's mir. Okay, das bedeutet nach einem Horrorfilm zum Beispiel, sagen wir das halt, das bedeutet dann, das war echt krass. Ich lerne gerade krass was. Ja. Sie wollen der nächste Finanzminister werden. Zahlen Sie eigentlich lieber mit Bar oder mit Karte? Ich zahle lieber mit Karte. Aber ich bin dafür, dass man auch Bar haben kann. Weil manche wollen ja das Bargeld abschaffen. Und ich finde, man soll auch die Freiheit haben zu entscheiden, zahle ich das lieber mit der Karte oder zahle ich das lieber mit Münzen oder Scheinen. Sie waren am Anfang gegen die Proteste von Fridays for Future. Hat sich Ihre Meinung dazu inzwischen wegen der großen Überschwemmungen in Deutschland geändert? Ich war nicht gegen die Proteste von Fridays for Future. Ich habe nur eins gesagt. Wie der Klimaschutz erfolgt, das ist eine Sache, da habe ich gar keine Ahnung von. Deshalb sage ich, Klimaschutz ist wichtig, aber da müssen wir vor allen Dingen Ingenieure und Techniker und kluge Leute dran setzen, die zum Beispiel sich einfallen lassen können, wie CO2 aus der Luft auch wieder gespeichert werden kann. Sie waren früher Schülervertreter. Für was haben Sie sich eigentlich eingesetzt? Wir haben Partys organisiert. Wir wollten einen Getränkeautomaten haben, wo auch Cola drin ist. Aber die viel wichtigeren Dinge waren, dass der Computerraum modernisiert wird. Das ist heute immer noch ein Thema. Damals war es der Computer, heute fehlen zum Beispiel Tablets, WLAN und Glasfaser. Guck mal! Wie gucken Sie, wenn die FDP bei der Wahl super abschneidet? Wenn Sie Langeweile haben? Wenn Ihr Instagram-Kanal gesperrt wird? Es tut schon wieder weh. Man sagt ja, Sie können sehr gut Reden halten und mit Worten umgehen. Deshalb sage ich jetzt ein paar Sätze und Sie müssen darauf in Reimen antworten. In Reimen? Ja. Oh nein, bitte nicht. Doch. Und mir bleibt auch nichts erspart. Ihr Name ist Christian Lindner. Und ich bin, was reimt sich denn auf Lindner? Minder oder so. Minder. Ach ja, guck, nochmal. Ihr Name ist Christian Lindner. Und nicht minder. In Wuppertal sind Sie geboren. Und das wird geschworen. Und das Beste kommt zum Schluss. Nämlich jetzt das Ende der Reime. Ja, muss noch gereimt werden. Das Beste kommt zum Schluss und das ist ein Muss. Okay.